Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Mana, der Weg der schwarzen Macht. Ich bin's wieder, euer Paddy, und freue mich wie immer, euch begrüßen zu dürfen hier zur finalen Schlacht. Ich muss mal ganz kurz mein Mikro richten. So, das geht schon viel besser aus. Genau, die finale Schlacht. Wir haben jetzt schon drei Welten hinter uns. Das ist schon die dritte und wie wir sehen, schon ziemlich erfolgreich. Und wir stehen jetzt dem letzten Zauberer entgegen. Also es geht um Merlin, den Zauberer. Auch wenn hier Emrys erstmal, also nicht Emrys, sondern ein anderer Magier abgebildet ist, wissen wir, was uns erwartet, beziehungsweise wer uns erwartet. So, schauen wir als allererstes mal, ja, was mit der Welt sich so auf sich hat. So, Dinas Emry. Eine dürre, gebirgige Region, die nicht nur schwierig zu durchqueren ist, sondern auch noch sehr gefährlich, denn auf beiden Seiten der Gebirgspfade fällt der Boden in steilen Klippen ab. Das ganze Gebiet wird von einer bösartigen Atmosphäre durchzogen. Die grotesk geformte Felsen und die kargen Heidekräuter sind die einzigen Anzeichen von Natur. Also die einzigen Anzeichen. Von Zeit zu Zeit erschüttern Erdbeben und Erdrutsche das Gebiet. Berge wanken und gewaltige Felsbrocken fallen herab auf den arglosen Reisenden. Oh, das sieht sehr klingt sehr schmerzhaft. Hoch oben in den Bergen befindet sich eine schreckliche Burg, die das Herz des Imperiums des Hexenmeisters darstellen soll. Es handelt sich eher um eine Reihe von Türmen, von denen jeder auf einem Berggipfel errichtet wurde und die untereinander durch Brücken verbunden sind. Dieses Schloss errichtete einst König Vortigern, um sich vor seinen verhassten Feinden zu schützen, den Rittern der Tafelrunde. Im Schloss selber befindet sich eine gewaltige Grube, die tief ins Innere des Berges hinunterführt. Dort in der Grube leben zwei riesige Schlangen, die sich ohne Unterlass bekämpfen. Einige vermuten, dass das der Grund des Erdbebens sei. Die Legende sagt, dass diese Schlangen das Königreich darstellen. Wenn man sie schreien hörte, sei das ein Omen für den Niedergang und Fall des Königreiches. Daher hält man sie in Gefangenschaft. Oje, oje, also es klingt nicht besser. Aber wir wollen es versuchen. Wir wollen den entscheidenden Schlag gegen den Hexenmeister versuchen. So, wir schauen mal. Können wir das irgendwie umstellen? Ich habe es schon mal so ein bisschen versucht umzustellen. Ich werde es trotzdem versuchen mit... Das werden wir hier trotzdem so lassen. Den, das könnten wir rausnehmen. Dafür was anderes reinstellen. Mal das. So. Was hätten wir noch? Stürme werden uns nicht weit bringen. Denke ich zumindest nicht, weil das klingt eher nach einem Schloss. Das könnte uns vielleicht auch weiterhelfen. So ein bisschen was umstellen. Obwohl, das hier könnten wir ja auch noch mal ein bisschen ändern. Vielleicht ihn mit Hühnern vergiften? Vielleicht hilft das ja. Also ihr seht, es ist nicht einfach zu wissen, was man jetzt nehmen sollte. Phönixe wären ja auch nicht schlecht.
Aber dann hätte ich ja keine Rüstung, das wäre echt blöd. Na, ja, wir lassen es erstmal so. Wahrscheinlich werden wir das eh nochmal mehrere Folgen, die letzte Schlacht uns begleiten. Wer weiß, ich sag einfach mal Region betreten. Und ja, hoffen wir sind gut vorbereitet. Und dann legen wir mal los, der mit Ladebildschirm. Und schon sind wir da. Jetzt ist es soweit, der letzte Konflikt. Die Zeit der Abrechnung ist gekommen, Ariadne. Eine epische Schlacht, von der man noch Jahrhunderte später erzählen wird. Möglicherweise, doch vielleicht stirbt dieser Epos oder Epos hier zusammen mit uns. Letzte Nacht habe ich so lebhaft geträumt wie schon lange nicht mehr. Es waren fürchterliche Visionen. Ich sah nur noch zerstörtes Land, so weit das Auge reicht. Die einzige Lebewesen, die es noch gab, waren scheußliche und ekelhafte Ungeheuer, die alles heruntergeschlungen, die alles herunterschlangen, was von ihnen vor ihnen lag. Das Brachland, das ich sah, war meine Heimat, meine Welt, Böhmen, Tirol, Wien, Paris. Aber wie du schon richtig sagtest, Cornelius, es war eine Projektion deiner dunkelsten Ängste. Sei mutig, Geliebter. Ich glaube an dich. Hör auf, Cornelius, bündle deine Gedanken, denk an nichts anderes als an die kommende Schlacht, konzentriere dich, meditiere. Sollte mir der Tod vorherbestimmt sein, dann muss es eben sein. Ich stehe hier und werde bis zum letzten Atemzug kämpfen, für die Freiheit. Vorsicht, Cornelius, der Turm des Chaos, er ist Teil meines Herrschaftsgebietes und der Beweis für die Macht, die ich besitze. Noch ist es nicht zu spät für dich, Cornelius. Es liegt an dir, die Macht des Gral zu teilen. Gemeinsam wären wir die Herren aller Kreaturen. Welch eine Dynastie könntest du gründen mit Ariadne als Königin? An deiner Seite, kein Mensch käme dir gleich. Doch leider stehst du im Banne deiner eigenen Korruption. Die Macht, die du schon jetzt besitzt, was hat sie dir anderes eingebracht als Elend und Zerstörung? Recht hat er. Warte, Cornelius, wir sind hier, um dir unsere Hilfe anzubieten. Diese rumpelnde Stimme kenne ich doch. Gargantua. Sehr schön. Unsere Verbündeten sind auch da. Ah, hier haben wir schon unsere Mana-Spots, die wir besetzen werden. So. Nee, das lassen wir mal lieber. Okay. Du kannst hier draußen bleiben, Ariadne, und dann legen wir mal los. Wollen wir mal reingehen? Hier kommen schon die Ersten. Hier sieht schon sehr heftig aus. Aber die Klopsis, beziehungsweise unsere dicken Freunde, die hämmern sich schon hier durch. So, schießt erstmal auf den. So, jetzt auf den anderen. Macht ruhig weiter. Schießt auf den Hexenmeister, lass sie nicht entkommen. Immer drauf, wir brauchen noch mehr Bogenschützen. Ja, diese Pestilenz, die macht einen schon zu schaffen.
Ja, die hauen alle richtig drauf, finde ich gut. Er hat auch kein Mana mehr. So, wir müssen verhindern, dass er das andere kriegt. So, wir setzen erstmal hinten jemand hin. Oh nein! Okay, der erste Verbündete ist gefallen. Und er versucht schon direkt, seinen Profit rauszuschlagen. Vergiften wir ihn gleich noch mit. Er hat alle Bösen erweckt. Ah, und draußen hat er auch schon welche aufgestellt. Oh je. Los, schnapp ihn dir. Oh je, ich sollte mich ja schnell nichts wegbewegen. Er hat es wirklich geschafft. Und wir waren so kurz vorm Sieg. So, wir werden mal hier versuchen, die zu vergiften. Vielleicht hilft's ja. Okay. Hilft das? Hilft das? Wir haben keine Möglichkeit, hier zu gewinnen. Verdammt. Die letzte Möglichkeit, die wir noch hatten. Der Hexenmeister ist wahrscheinlich direkt schon wieder hier. So, wir besetzen das einfach mal. Ja, eigentlich ist das sehr gut gegen die Untoten. Unser Hähnchen. Das müsste ja eigentlich auch gegen die helfen. Aber wir haben wirklich keine Möglichkeit. Hier ist zu heftig. Aber wir haben schon einen guten Anfang. Ja, wir gehen mal wieder rein. Es sind wirklich nur Untote, die wir hier haben. Deswegen nützt unsere Pestilenz ja auch leider nichts. Ich frage mich, wie der zum Schluss dann wieder so viel Mana hatte. Um sich dann alles herzuzaubern. Wir gehen mal wieder hier hin. Und selbst hier haben wir noch. Wo ging denn das hin? Das ging völlig in die falsche Richtung. Ja, selbst hier haben wir keine Möglichkeit. Ja. Also ihr seht schon mal die erste Niederlage. Der ist viel zu voll, den kriegen wir auch so nicht tot. Kein Mana, kein gar nichts mehr. Also wir versuchen es auf jeden Fall nochmal neu. Wir müssen mal schauen, ob wir das irgendwie umstellen. Ja, sie ist tot. Also, dass wir das nochmal anders angehen. Wir brauchen wahrscheinlich doch mehr die Untoten. Und die Phönixe.
Nee, das wollte ich nicht. Ja, wir müssen es so versuchen. Okay. Statt den nehmen wir den. Ja. Na gut, versuchen wir es nochmal so. Wir müssen ja theoretisch, denke ich mal, bloß die erste Chaos-Runde überstehen. Danach könnte es schon durchaus besser für uns aussehen. So, das Gespräch kennen wir ja schon. Und da kommt Gargantua. Wieder rechtzeitig. Zur Hilfe. So, wir nehmen mal hier zwei Ritter hin, damit wir es ja nicht kriegen. So, sie besetzt hinten das und wir gehen los. Mit Vollspeed. Und dann legen wir mal los. Ich hoffe, der kommt hier nicht raus. Na, schon die ersten Versuche, uns aufzuhalten. So. Heftige Explosion hier. Ja, den ersten hat er schon geschafft. Wir müssen wirklich verhindern, dass er unsere tötet. So, ich hoffe, die überleben. Los, ihr müsst es schaffen. Ich habe aber auch keinen Mana hier so großartig. Achso, der eine war auch ein Untoter. Los, ihr müsst drauf, ihr müsst immer drauf. Ah, verdammt. Oh, jetzt muss ich weg, ich muss weg, ich muss weg. Die nächste Explosion wird mein Untergang. Ah, nein. Oh Mann, er hat es aber geschafft. Wir müssen jetzt erstmal weg. Wie konnte denn das sein, dass hier oben schon wieder jemand drin ist? Ey, das ist doch unglaublich. Okay. Mach ihn fertig. Ich muss hier wirklich erstmal weg. So, wir gehen wieder hier hoch. Danke, Ariadne. Machen den erstmal fertig. Mach dich bloß hier weg. Sehr gut. Du gehst wieder dahin. Ach, da hat sich schon jemand anderes direkt hingesetzt. Na, warte. Wir werden was zeigen. Zack. Aber ich glaube, der Hexenmeister wird bald rauskommen. So, versuchen wir ein bisschen abzufackeln mit ein paar Phönixen. Was macht Ariadne da drin, ne? So, wir schicken mal ein paar Phönixe rein. Das wird das Beste sein, was wir machen können.
Auch wenn es mir gerade gar nicht gefällt, was Ariadne da für ein Todeskommando abgibt. Und jetzt selber noch im... Och, die gibt's dann. Also, es ist doch wohl unglaublich, oder? Wie kann man denn nur so blöde sein? Ganz ehrlich. Bist du auf den Kopf gefallen? Ey, das ist doch... Boah, diese Frau, die macht mich alle. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ihr seht schon, es wird nicht besser. Das war erstmal die erste Folge vom Kampf, ihr seht. Ich werde es mir noch überlegen, wenn es wirklich gar nicht besser wird, müssen wir den Schwierigkeits wirklich etwas runtersetzen. Und ja, weil ihr wollt ja bestimmt nicht sehen, wie ich hier die ganze Zeit verliere. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr trotzdem in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und ich sage mal, bis dahin, euer Paddy und ciao.